Servus miteinander und herzlich willkommen zurück hier in der Landschaft, in der Heide oder wie auch immer. Ich hatte einige Änderungen am System vorgenommen. Ich habe einen neuen PC bekommen, was ich ziemlich geil finde. Was aber nicht ganz ohne Probleme natürlich vonstatten geht. Ich habe zwar jetzt insgesamt, spiele ich das Spiel jetzt zum Beispiel mit vollen Einstellungen. Ich muss jetzt mal ganz kurz pausen hier. Schau mal. Hier. Sehr hoch. Na? Wunderschön. Und ich habe jetzt auch das Physics an. Ich muss zugeben, den Unterschied habe ich jetzt nicht gemerkt. Was ist das denn? Ach, das ist diese Nadelkanone. Ups. Nee, auch nicht. Tee war's. Ich vergesse es immer wieder. Das ist eine Kanone. Ich glaube, ich zeig die einfach mal kurz. Ja. Das ist eine Luftdruckwaffe und die schießt so Pfeile ab und das ist irgendwie cool und für mich völlig unnütz, weil ich ja lieber, ihr kennt mich ja, einfach Dinge kaputt mache. Ja, ich habe ein bisschen Probleme mit meinen Aufzeichnungseinstellungen, weil das Display wird jetzt irgendwie anders angesprochen und das neue Display ist noch nicht da. Und ich spiele ja eigentlich auf einem, 8 Jahre alten, ich glaube 8 Jahre alten, irgendwie sowas, 7 oder 8 Jahre alten TFT-Fernseher. Das ist eigentlich ein 22 Zoll Fernseher. Und ja, der könnte besser sein. Ganz definitiv könnte der besser sein. Deswegen habe ich ein neues Display bestellt, aber das hat irgendwie Lieferschwierigkeiten und jetzt muss ich warten, bis das da ist. Und das übliche Geschiss, was man halt so hat. Und wegen eben diesem üblichen Geschiss muss ich jetzt einfach noch ein bisschen Geduld haben, bis hier wieder alles läuft. Der skaliert mir jetzt auch gerade die die Einstellung irgendwie um und das muss jetzt wieder hochskaliert werden. Also falls es bei euch ein bisschen unscharf ist, tut mir leid, aber ist nun mal so. Ja. Das zum technischen Stand bei Manti. Oh oh. Wow. Das hat er nicht überlebt. Also die verhalten sich jetzt durch Physics auch nicht irgendwie sinnvoll realistischer. Wow, der blinzelt sich da einen ab. Und wir stehen ganz kurz vor dem Release von meinem nächsten Projekt. Und da kann es dann tatsächlich sein, dass ich meine, ich habe ja gesehen, die Zuschauerzahlen von Metro sind verhalten. Was ja auch nicht anders zu erwarten ist. Ich meine, so viele Zuschauer haben wir nicht und das Spiel ist jetzt nicht unbedingt das allerneueste und so die üblichen Sachen, die üblichen Kriterien, warum da jetzt die Zuschauerzahlen jetzt natürlich nicht so riesig sind. Aber mein nächstes Projekt, das wie gesagt eventuell auch einfach nebenher laufen wird oder Metro erstmal verdrängt. Lieber Metro-Fan, der sich das bis jetzt immer angeschaut hat. Es kann sein, dass jetzt erstmal nichts mehr kommt. Deswegen schaue ich, dass ich jetzt noch irgendwie 2-3 Tage lang so viel aufnehme, wie es nur geht. Denn Dienstag kommt Deus Ex Mankind Divided. Der Chaos hat mir schon gesteckt, dass die Ersten das schon spielen. Genau, hau ab. Die ersten Let's Player und Streamer und so spielen das Game wohl schon. Das sind auch Arschlöcher, weil die kriegen Vorabversionen, die kriege ich nicht. Ich habe es gerade. Ich bin wie du, mit Kleidung. Ja, cool. Und da war er auch schon wieder weg, der junge Mann. Wo war ich stehen geblieben? Deus Ex Mankind Divided, die ersten spielen es schon. Ich habe es vorher aktiviert, aber
steht dabei halt als nicht wow. Na, toll. Du schaffst es gut. Hol mich hier raus, hol mich hier raus, hol mich hier raus. Oh, shit. Ah, scheiße, da sind noch irgendwelche anderen Viecher. Wow, der hat mich ja lieb. Ah, shit, die wieder. Ja, verrecke. Ja, und ich muss jetzt wie der Rest des Pöbels, wie die restliche Pöbel, darauf warten, dass das Spiel schlicht und ergreifend nochmal rauskommt. Ich gehe lieber mal hier die Richtung. Ja, wow. Der lebt ja noch. Oh, shit. Okay. Das war jetzt dann zu viel auf einmal. Ja, genau. Hau mal ab. Okay, das kann jetzt natürlich super tödlich enden. Mit diesen ganzen anderen Mistviechern hier im Gebälk. Eine große Klappe auf dem Drecksvieh. Ah, ihr seid doch wahnsinnig. Moment. Lass mich in Ruhe. Ich hau hier ab. Wow, zum Glück hat er das Vieh da erwischt. Durchatmen und eine neue Gasmaske drauf, hey. Okay. Also das Spiel, auch nur so zur Info, läuft bei mir zwar flüssig, aber jetzt durch die Aufnahme mit einer etwas höheren Kompression als das letzte Mal, damit mir die Folgen nicht so riesig groß werden, dann doch mit einer ziemlich hohen Prozessorlast. Alter! Durchatmen. Ich muss erstmal wissen, wohin. Wow, ne, mit so vielen lege ich mich ganz sicher nicht an. Ich plündere hier alles. So hoch, dir gemacht. Die Stadt? Ja, natürlich. So groß. Warum seid die Leute jetzt da unten? Warum so wenige? Weil wir Menschen dazu neigen, Dinge zu erschaffen, mit denen wir uns gegenseitig vorzüglich. Wie auch immer meine Absichten ihm gegenüber sind. Den kleinen Schwarzen scheint es nicht zu kümmern. Er folgt mir einfach, als wenn ich nie hinter ihm her gewesen wäre. Als wenn wir durch das Schicksal verbunden wären. Und wer weiß, vielleicht sind wir das auch. Ich trinke jetzt nebenher noch was, damit ihr euch nicht wundert, warum bei mir vielleicht zwischenzeitlich mal still ist. Zeit zu gehen! Moment, Zeit zu gehen? Du siehst sie nicht? Du nicht sehen kannst? Rot. Gefährlich. Ja, das dachte ich mir schon fast. Da komme ich nicht durch. Okay. Ah. Hier gibt's noch einiges. Ich nehme lieber mal das damit. Das hat zwar nicht das große Magazin. Aber, was soll's. Dafür habe ich das fette Scharfschützengewehr drauf. Moment, wie groß ist der Zoom? Der Zoom ist groß. Ach, schön. Ich mag großen Zoom. Aber Zoom ist bei Scharfschützengewehren.
Ansonsten bin ich ja eher so der aus der Hüfte Baller-Type. Hallo, ich habe auf dich geschossen. Gegen die hilft ja für gewöhnlich eigentlich die Pumpgun am besten. Ich höre da irgendwas von der Seite. Alter, hier muss ich mal weg. Boah, Schiff das. Und wieder das Schiff. Okay. Ich versuche es mir hier ein bisschen schneller durch den. Es fliegt da rum. Ich hoffe nichts, was mir besonders gefährlich werden kann. Rot, stark. Ja, das Geflügel ist hier echt ziemlich heftig. Das muss ich leider zugestehen. Boah, dass diese Viecher hier sogar noch bei dem Wind noch fliegen können, wundert mich eher. Sieh mal, viele. Ja, das ist jetzt nicht gut, oder? Soll ich jetzt nicht auch noch happy sein, oder? Okay. Two to the head to make sure they are dead. Ganz einfaches Sprichwort. Nicht davon ausgehen, dass sie nach einem Schuss umfallen und dann tot sind, sondern besser nachschauen. Vor den Geflügelten muss ich mich echt alle Acht nehmen. Die sind so dermaßen stark und die sind auch gar nicht dafür gedacht, dass man sie töten kann. Okay, was sind das hier für komische Mutanten? Und die scheinen sich alle gegenseitig erledigt zu haben. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich happy drüber sein soll oder nicht. Ah, haben wir da noch 10 Schuss Vorkriegsmunition? Ah, oh, Pumpgun-Muni, sehr geil. Ah, okay. Messer habe ich auch wieder 5 Stück. Was haben wir da noch? Ja, genug Zeug. Damit kann ich leben. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist, ich weiß nicht, mutantenlastiger und dadurch auch wirklich kampflastiger. Also man muss nicht mehr ganz so viele... nicht mehr so viele Menschen besiegen. Hey, ich hab ihn erwischt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, Kumpel. Schon wieder soweit? Immer so schnell, dass einem hier die Luft ausgeht. Hat der mir seinen Arsch hier gerade hingestreckt? Keine Manieren, die Viecher. Das war ein Fliegeviech. Leider nicht eins von der nervig, aber ansonsten relativ ungefährlich Sorte, wie jetzt, weiß nicht, Fliegen. Okay. Hol ich mir hier mein Messer wieder, hol ich mir hier mein Messer wieder und hol mir hier mein Messer wieder. Perfekt! Also für mich, für die nicht. Für die hauptsächlich ziemlich scheiße, weil, 5 Messer heißt 5 Tote, wenn ich jetzt nicht, wenn ich es nicht total versemmel. Was ich aber auch schon gemacht habe. Und darf ich sagen, dass ich so ein bisschen hyped für Deus Ex bin gerade? Ich habe schon die ersten Reviews gesehen von den Zeitschriften und da sind sie so im hohen 80er Bereich. Das könnte gut werden. Idealerweise wird es. Ist das eine Pistole?
Dafür habe ich die wenigste Muni, deswegen gucke ich es einfach mal. Nee, das ist eine Maschinenpistole. Nee, brauche ich eigentlich nicht, danke. Danke der Nachfrage, meine Lieben, aber das ist nicht so meins. Ich hätte dann doch gerne ein normales Maschinen- oder Sturmgewehr. Mit mehr Munition im Lauf. Also, ich muss die Magazine. Sieht nach Menschen aus. Menschenfleisch. Okay, die scheinen hier gestürmt zu haben. Ich dachte, es wird geschützt. Die haben hier Strom, wie es ausschaut. Das musste ja passieren. Das ist nichts mehr hier. Ja, wie viel Schuss will der noch aushalten? Man sieht nichts. Ja, seht ihr, der hat jetzt zwei Messer drin. Schaut schon krass aus, oder? Also auch irgendwie geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich finde schon, dass es richtig gut ausschaut. Okay, hack dich mal ein, junger Mann. Und dann hoffen wir, dass wir diese Fahrt überleben. Okay, weiter runter kann ich nicht zielen. Kann ich die Viecher auch irgendwie treffen? Wäre natürlich super knorke. Ey, ich hab dich vorher noch geschossen. Naja. Der Kleine ist ganz schön mutig, ey. Ja. Dafür ist er groß. Die Geflügelten sind sehr schnell, aber ich arbeite. Was arbeitest du? Als was arbeitest du? Okay, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz hier rüber, ob man da irgendwas Sinnvolles sieht. Aha, sieht ja cool aus irgendwie. Oh, Moment. Okay, eine Minute haben wir hier noch. Zum Glück findet man immer wieder neue Filter. Oh, cool. Einer von diesen kleinen Safes. Da ist meistens Munition und sowas drin. Also lauter hier Zeuge, was man brauchen kann. Okay. Da hinten ist wohl nichts mehr. Den kriege ich nicht auf, weil der Schutt davor ist. Mal kurz Licht wieder aufladen. Manchmal sehe ich eine Tür. Jemand ruft dort nach dir. Warum? Weil mein Name ziemlich cool ist, würde ich sagen. Und die sagen den einfach nur gerne. Wir kommen zur Police. Gemeinsam. Komme, was wolle. Der Kleine wollte nicht weg. Irgendetwas hält ihn. Ich verstehe noch nicht, was. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass er hier ist. Denn er ist hilfreich. Und redselig. Genau wie ich. Also vielleicht bin ich der Schwarze, der Dark One. Ich meine, es ist nicht auszuschließen, oder? Ihr habt mich alle noch nicht gesehen. Ah, shit. Schon wieder durch so einen Sumpfbereich.
ich höre Geballer. Geballer ist zwar an für sich schlecht, sagt mir aber, dass hier irgendwo dann auch Menschen sind. Gegen Menschen kann man irgendwie viel leichter kämpfen, weil die nicht so wahnsinnig viel aushalten. Da hockt er wieder, Spider-Man. Jemand da! Komm zu sehen von hier! Achso, das ist jetzt er. Ich dachte, der... Hätte jetzt ein bisschen schlecht für ihn ausgehen können, so mit dem Kopfschuss. Leute, habe Angst, angegriffen zu werden. Aber nicht böse. Praktisch, dass der mir das sagen kann. Na, funktioniert nicht. Habe ich verstanden. Wer bist du? Wo ist deine Identifikation? Ich meine es ernst. Scheiße, alles in Ordnung, Leute. Entspannt euch. Yeah. Er ist ein Police Ranger. Ich mach mal das Licht aus, das blendet mal. Na dann beeil dich. Die sind total nervös. Wollten uns nicht einmal durchlassen. Ja, so wie er ausschaut, würde ich euch auch nicht unbedingt. Wir werden hier eine Weile ausruhen. Du kannst ein bisschen einkaufen, wenn du willst. Ja, nachdem ich meine ganze wertvolle Munition verballert habe, jeden Dämpfer. Komm her, lass uns etwas Munition eintauschen. Ja, ist okay. Du kriegst alles von dem Zeug hier, was du haben Schau musst. Her, ich habe die allerbesten. Du solltest wirklich welche kaufen. Die eignen sich besonders für Mutanten. Also das sage ich dir als Freund. Davon solltest du was kaufen. Wow, die Dinger sind ja richtig geil. Ist die Metallbolzen der Helsing erfordern eine präzise Herstellung. Daher sind sie aufgrund der hohen Herstellungskosten sehr selten und wertvoll. Ja, das habe ich festgestellt. Gut, damit habe ich auch wieder mich eingedeckt mit Munition. Guck dir nicht die Waffen selbst an. Guck dir lieber an, wie Ziele damit durchlöchert werden. Oh, ich merke gerade, ich bin hier massiv in der Überzeit. Die Munition hat beste Qualität. Ja, das glaube ich dir. Ich würde selbst damit schießen, aber ich muss ja auch mein Geld verdienen. Halt die Schnauze. Die nerven mich gerade. So. Ja, ist okay. Peter grüßt. Verstehe. Ich will meine Abmoderation nicht machen, während die Typen mir die ganze Zeit dazwischen labern. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.